the land of the free. Vor knapp zwei Stunden ging es los. Mit der Nationalhymne eröffnen die Republikaner ihren Parteitag. An ihnen kommt in Milwaukee in dieser Woche niemand vorbei. Mehr als 100 Polizeieinheiten aus Wisconsin und den ganzen USA schützen die Gegend rund um den Veranstaltungsort. Denn diese Bilder wird so schnell niemand vergessen. Donald Trump angeschossen. US-Medien veröffentlichen eine Aufnahme, die den Täter vor dem Anschlag auf dem Dach zeigen soll, von dem aus er gefeuert hatte. Dass das dem Secret Service nicht auffiel und der Mann schießen konnte, dürfe nicht passieren, sagt Heimatschutzminister Mayorkas, dem der Secret Service unterstellt ist. Wir sprechen hier von Versagen. Wir müssen jetzt genau analysieren und unabhängig untersuchen lassen, was passiert ist, warum es passiert ist und wie wir verhindern können, dass es noch einmal vorkommt. US-Präsident Biden wird regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informiert. In einer seltenen Fernsehansprache aus dem Oval Office im Weißen Haus betonte er gestern Abend im Hinblick auf den Parteitag der Republikaner: Wir debattieren und sind uns nicht einig. Wir reiben uns am Charakter der anderen Kandidaten, hinterfragen ihre Leistungen, Themen, ihre Vision für Amerika. Aber all diese Differenzen lösen wir an der Wahlurne und nicht mit Munition. Auch Donald Trump will den Ton ändern, erklärt in seinem ersten Interview nach dem Anschlag, eigentlich sei sein Plan für den Parteitag eine extrem harte Rede gewesen über die korrupte, schreckliche Regierung. Aber er halte jetzt eine andere Rede, das Land müsse geeint werden. Heute wurde eines der Gerichtsverfahren, das um diese illegal in seinem Anwesen in Florida gelagerten Geheimdokumente, eingestellt. Die weiteren Gerichtsverfahren gegen ihn bezeichnete er online wieder als Hexenjagd. In Milwaukee können sich seine Anhänger mit Donald Trump Werbeartikeln eindecken. Hier erwarten sie seine Rede gespannt. Der Mann ist einer Kugel ausgewichen, stand wieder auf und wollte seine Rede fortsetzen. Das ist Stärke. Eins sage ich Ihnen, die Rede, die Donald Trump halten wird, wird meiner Meinung nach die historischste Rede in der gesamten politischen Geschichte sein. Ich persönlich glaube, dass es die Solidarität sein wird, die wir in diesem Land so dringend brauchen. Die Dinge haben sich stärker aufgeheizt, als es gut ist. Gerade eben haben die Republikaner Donald Trump offiziell als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert. Und der hat verkündet, wer sein Kandidat für die Vizepräsidentschaft ist: J.D. Vance, Senator aus Ohio.